Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Energiekrise. Kohle wird knapp in Deutschland und Polen. Stromnetzbetreiber schlagen Alarm. Kohle ist in der derzeitigen Energiekrise ein wichtiger Ersatz für fehlendes Gas und vor allem für abgeschaltete Kernkraftwerke in Deutschland. Von daher ist es essentiell wichtig, dass gerade die Belieferung mit Kohle sichergestellt ist. Aber gerade bei diesem Brennstoff gibt es jetzt Alarmzeichen. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit schlagen nämlich aktuell die europäischen Stromnetzbetreiber Alarm bezüglich der Versorgung mit Kohle in Deutschland und Polen. Polen stehe gegen Ende des Winters größeren Risiken gegenüber, so die europäische Netzgruppe Enso in einem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick. Die Kohlevorräte dort sollten den ganzen Winter über nicht übermäßig genutzt werden. Polens Nettostromexporte könnten deshalb im Winter begrenzt sein. Auch Deutschland hat in letzter Zeit mehr Kohle für die Stromerzeugung verbrannt. Wenn nach April sämtliche Kernkraftwerke abgeschaltet sind, wird die Bedeutung der Verstromung von Kohle noch höher. Die Kapazität der Kernkraftwerke nimmt indessen schon vorher ab, da die Brennelemente im Streckbetrieb ihrem Nutzungsende entgegengehen. In einem seiner Szenarien geht Enso davon aus, dass ein zunehmender Anteil der Stromversorgung durch Gaskraftwerke erfolgen muss. Für die Angemessenheit des europäischen Systems werden beträchtliche Gasmengen benötigt, die etwa ein Drittel des europäischen Arbeitsgasvolumens erreichen könnten, so die Netzbetreiber. Die stärkste Belastung dürfte das europäische Netz aus Sicht der Stromnetzbetreiber im Januar und Februar erfahren. In Frankreich und Irland könnte es indessen schon vorher Probleme geben, so Enso. Die nur langsame Wiederbelebung der Atommeiler in Frankreich, aber auch der Verlust von Kernkraftkapazitäten in Schweden und Finnland stellt die Energieversorgung dieser Länder vor Herausforderungen. Frankreich konnte in letzter Zeit einige seiner Reaktoren schrittweise wieder in Betrieb nehmen. Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen.